Am Anfang bin ich mit der Vibrant Sound Bridge in Berührung gekommen in Amerika. Damals gab es noch keine klinische Anwendung, sondern es wurde darüber berichtet. Wir hatten damals sehr große Erwartungen an dieses implantierbare Hörgerät und an diese Technologie. Einfach deswegen, weil wir sehr viele Patienten erlebt haben, die mit den bisherigen Lösungen nicht zufrieden waren. Früher war es so, dass ich, wenn ich mit jemandem im Café saß, ringsrum alle Gespräche mitverfolgen konnte. Nicht nur das, was mich was anging, sondern all das andere auch. Und das war irgendwann zu Ende. Da musste ich mich so auf den Partner konzentrieren, dass ich gar nicht mehr die Kraft hatte, anderen zuzuhören. Da ist es mir bewusst geworden, dass jetzt das Hören wohl weniger geworden ist. Nachdem die Ärzte festgestellt haben, dass das Hören wohl immer so bleibt, bin ich mit Innenohrgeräten versorgt worden. Und zwar war das eine Phase, die sehr anstrengend war, weil die Ohren immer so schwitzten, dann war es feucht drin und dann entzündete sich das im Ohr, sodass ich da doch ziemliche Probleme hatte und gestehen muss, dass ich sie manchmal auch, wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, rausgenommen habe. Irgendwann machte mir Professor Lennertz den Vorschlag, es doch vielleicht mit so einer implantierten Soundbridge zu probieren, damit die Ohren frei sind auf Dauer. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht die Möglichkeit, wirklich in Ruhe das Hören wieder genießen zu können. Und so haben wir uns dann damals entschlossen für ein Implantat auf der linken Seite. Die Ergebnisse sind bei richtiger Indikationsstellung sehr gut. Wir haben eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem, was wir im Einzelfall erwarten und dem, was nachher dann tatsächlich eintritt. Nach der Versorgung mit den Soundbridges habe ich das Gefühl, dass das Leben wieder normaler ist, weil ich an großen Gesellschaften wieder teilnehmen kann, Konzerte besuchen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich höre nur die Hälfte. Es ist insgesamt lebenswerter und normaler und aktiver geworden wieder. Die Möglichkeiten der Forschung an der Medizinischen Hochschule Hannover sind insgesamt sehr gut und sie sind deswegen auch gut, weil wir aus der Kooperation mit den Firmen heraus weitere Möglichkeiten der Forschung bekommen haben und die auch entwickelt haben, sodass wir natürlich hier von einer entsprechenden Win-Win-Situation mit den Partnern sprechen können. Die Rolle, die wir bei der Entwicklung der Soundbridge eingenommen haben, kann man durchaus als Pionierrolle bezeichnen. Wir waren sehr früh dabei, haben entsprechende Kommentare auch abgeben können hinsichtlich der Handhabbarkeit, wie ist das chirurgische Vorgehen, kann man das verbessern? Sollte die Vibrant Soundbridge anders aufgebaut werden, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten der Ankopplung an das Mittelohr und an das Innenohr. Also insofern ist schon sehr vieles hier aufgebaut worden, was dann die Basis darstellt für die Weiterentwicklung und auch für das, was wir selbst als Zielsetzung haben, nämlich besseres Hören für alle.